Und damit herzlich willkommen, ihr kleinen Zuckerhasen, bei einer neuen Runde Way of the Hunter. Heute nach dem 4 GB Update. Mal sehen, was da alles gefixt wurde, ob jetzt wirklich alles funktioniert, was wir dazu bekommen haben. Wir schauen gleich mal und damit let's go. Muss gleich erstmal die Einstellung gucken, ob wir jetzt so gewisse Sachen jetzt einstellen können. Field of View haben wir jetzt. Okay. Das war wichtig für einige. Für mich jetzt nicht unbedingt, aber für viele Leute. Keybinding. Ah ja, wir können jetzt endlich nachschauen, was man alles machen kann überhaupt mit den Tasten. Geil. Sehr gut. Muss heute sehr stark sein. Wieso? Was? Warum? Warum? Was los? Viele böse neue Bugs. Oh nein. Wirklich? Okay, krass. Wir müssen schauen. Ich weiß nicht mal, was heute für ein Tag ist. Heute Donnerstag? Nee, Freitag, ne? Nimm Wasserproben aus Trinkzonen. Entschuldigung. Boah, das war ein ekliger Frosch. Easy. Ich muss mir eine neue Waffe kaufen. Und zwar, was haben wir für eine Jagdstufe aktuell? 5. Also würde ja die Steyr Carbon CL2 mit Jagdstufe 6 genau in unser Repertoire passen, wo wir dann demnächst Elche und Bären mitjagen, ne? Die wäre auch nicht schlecht. Ne, warte mal, die hier, ne? Die Jagdstufe 5. Das sind 7 mm. Das sind 2,43er. Das sind 7 mm. Damit kommen die auf jeden Fall nicht weit. Ja, das wird meine neue Stufe 5 Waffe. Nehmen wir mit. Und ich kaufe mir die Carbon CL2 als Stufe 6 Waffe. 5000 Moneten haben wir. Ist jetzt drin. So, jetzt. Ich bin heute in Shopping-Laune. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin heute in Shopping-Laune und ich werde mir auch das bessere Fernglas kaufen. Und gerade nicht so gute Performance in dem Game. Kann das vielleicht auch am Update liegen, dass wir so Performance-Probleme haben? Kreuz und quer, du musst dir wirklich die Tiere gut anschauen, wenn du deine Herden pflegen willst. Okay. Also sieht mir jetzt auch nicht aus wie ausgewachsen der da. Obwohl. Also der da sieht sehr jung aus, muss ich gestehen. Der hier könnte schon ausgewachsen sein, aber sie ist auf jeden Fall ausgewachsen. Ich glaube, der ist erwachsen und der ist jung. Wird aber als ausgewachsen angezeigt. Lol. Egal, wir probieren jetzt einfach mal die. Ne, die nicht. Das ist die Pro Hunter 2. Ach doch, ich habe ja schon Luft angehalten. Ach, da liegt er ja. Okay, gefunden. Aber hier habe ich alles verjagt, ne? Ja, wir schauen mal. Wenn es gar nicht geht, dann müssen wir halt was anderes zocken. Auf jeden Fall doppelter Lungentreffer mit Hauptschlagader, okay. Oh, lol. Die geht da zwischen der Lunge durch. Die habe ich getroffen. Verstehe. So, jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Ist tatsächlich ausgewachsen gewesen. 21,76 Fitnesslevel. Ja, ist doch gut. Also haben wir doch genau den richtigen da rausgeschossen. Achso, wir sollen einfach nur Trinkzonen scannen. Okay, verstehe. Dann kriegen wir da die Wasserproben raus. Machen wir das doch. 73 Kilo ist ein Jungtier. Lol, war das jetzt wirklich ein Jungtier? Ach Mann, ey, dieses Spiel. Also was wir eben gerade geschossen haben. Ich gucke mir das Ganze nochmal an. 73,82 Kilogramm. Ist ein Jungtier tatsächlich oder was? Aber das Fitnesslevel sagt mir ja 21,76 ist trotzdem gut, ne? Ich dachte, das steht nur beim Scannen steht nur der falsche Wert nach dem Update. Ich dachte wenigstens beim Abschuss steht dann das Richtige. Das ist ja richtig mies. Also. Das ist ja richtig, richtig mies. Stimmt. Jungtier 50 bis 90 Kilogramm.
Erwachsen 91 bis 140 Kilogramm. Ausgewachsen 141 bis 200 Kilogramm. Gewicht weiblich, ja, okay. Aber männlich, wir haben ja männlich geschossen. Hat ja ein Geweih gehabt, ne? So. Also haben wir tatsächlich ein Jungtier geschossen, obwohl ausgewachsen dran stand. Das ist ja mies. Also jetzt ist es gefühlt nicht mehr laggy. Aber ich habe auch irgendwas gelesen von im Wald soll es laggy sein. Jetzt müssen wir uns die Böcke ganz genau angucken. Also der hier wird auch jung sein. Der sieht auch ziemlich hell aus. Da steht halt überall ausgewachsen dran. Überall. Das ist jetzt die Frage, ne? Boah. Also ich habe ja schon gesehen, dass so bei richtig ausgewachsenen Tieren ist das Fell so ein bisschen gräulich, ne? Aber bei denen da... Digga. So, wir haben auf jeden Fall die Quest erledigt. Ja, Digga, direkt in sein hässliches Herz rein. Oder haben wir es nur gestriffen? Das hätte ein bisschen besser treffen können, ne? So. Der hat jetzt ein Fitnesslevel von 52,88. Der war auf jeden Fall nicht ausgewachsen. Auch 89,66 Kilo. Der war halt noch nicht mal erwachsen, glaube ich, oder? Wir gucken nochmal in die Enzyklopädie. Maultierhirsch? Nee. Das war auch ein Jungtier. Schade. Sammle Proben von Fresszonen. Jo, dachte ich mir schon fast, dass es jetzt kommt. Auch nicht wieder definiert von wo. Ist egal, also gehen wir da mal runter. Zurzeit hat das Game mit dem neuen Update leider Rückschritte gemacht. Also genauso viele Rückschritte, wie es Erfolge brachte, das neue Update. Ist sehr, sehr, sehr schade. Aber man kann jetzt zwar Speed of View einstellen und sowas für die ganzen Leute, die ein bisschen breiter gucken wollen. Und was konnte man noch einstellen? Genau, die Tastaturbelegung und so konnte man jetzt auch einstellen. Allerdings ist jetzt komplett die... guck mal, Wildente. Hier sind Wildenten? Wann? Wo? Hier habe ich nie Wildenten gesehen. Es sind jetzt im Prinzip die Altersbezeichnungen der Tiere komplett falsch. Jetzt muss man darauf achten, wie die Tiere aussehen tatsächlich. Doch, das steht da schon, aber das steht jetzt bei jedem Männchen ausgewachsen. An sich sind die Funktionen schon geil, aber wenn die halt das so kaputt fixen, boah, weiß ich nicht. Damit, also, wie gesagt, die haben schon eine Klatsche bekommen, weil das viel zu früh released haben, das Game, und einige Sachen hier komplett Banane waren. Aber jetzt mit dem ersten Update, 4 GB groß, kriegen die nächste Klatsche. Das ist mehr Bug als zuvor. Also kann man schon so sagen, ja. Das ist krass. Weiß ich nicht, ob die das vielleicht... Vielleicht haben sie es auch bewusst gemacht, von wegen so... Leute, ihr müsst euch die Tiere genauer angucken. Ihr müsst sehen, dass der graue Haare hat und dass der schon ausgewachsen ist. Ihr müsst das sehen, fühlen, schmecken in der Luft. Wisst ihr, was ich meine? Aber vielleicht kann ich bei der nächsten Herde, die ich sehe, so ein bisschen bei den Weibchen das Fell vergleichen. Obwohl, bei den Weibchen steht überall erwachsen dran. Und auf jeden Fall ist das Fell hier anders als bei den beiden da. Wisst ihr, was ich meine? Also kann ich das auch nicht nehmen. Ich dachte vielleicht, dass es bei den Weibchen noch passt. Aber nö. Könnte die Hollywood-Herde sein, ja. Die chillt ja hier um die Ecke. Könnte schon die Hollywood-Herde sein. Dann kommt da kein Männchen mehr, wenn das die... Achso, war das der einzige Bock in der Herde? Okay. Das heißt, wir haben durch die Quest eigentlich eine versaute Herde. Also eine Herde, in der es nur Weibchen gibt. Das ist ja schlecht. Guck mal, das Weibchen, was wir geschossen haben. Zufällig wiederentdeckt. Lol.
linker Lungenflügel und Hauptschlagader. Okay, okay, okay. Ja, oben rein in die Hauptschlagader. Okay. Nice. Ich würde gerne ein männliches Wapiti schießen. Wenn ich darf. Jetzt sehe ich nur Weibchen. Oh ja. Oh. Okay. Der hat 2 Sterne. Der ist 100 Meter entfernt. Den nehme ich jetzt raus. Ich weiß, da steht jung dran, aber das glaube ich nicht. Also, das ist schon eine gute Blutpfütze, ne? Viel Blut, Luftblasen, rosa, okay. Mein erster Wapiti in Way of the Hunter. Schön Doppellunge. Top. Oh, schön Screenshot. Machen wir es. Schön Screenshot von. Und tatsächlich, oh, Jagdbewertung 4 von 5. Warum? Die Steyr Carbon CL2 ist eine 6. Ist eine Stufe 6 Waffe. So. Und Tiere, Wapiti, Stufe 6. Wieso lasst ihr jetzt? Zerfetzt alles. Okay. Ist die zu fett? Aber gibt es eine andere Stufe? Gibt es eine andere Stufe 6 Waffe? Die andere ist besser. Es gibt noch eine andere. Okay. Wusste ich gar nicht. Ist für extreme Distanzen. Okay. 400 Meter plus. Okay, ah. Er hat im Prinzip eine zu geringe Distanz zum Tier, deshalb 4 Sterne. Verstehe. Der sieht ziemlich alt aus und der sieht ja, der hat auf jeden Fall Großfell. Der hat ein Stern. Großfell, 1 Stern. Das ist unser Mann. Er ist der muss ja safe ausgewachsen sein. Na komm, kipp um. Komm, kipp um. So. Rechter Lungenflügel und Hauptschlagader. Okay. Der hat ein Fitnesslevel von 37,29. Perfektes Ding. Perfektes Ding. Wunderschön. Echter Lungenflügel? Okay, so hoch habe ich getroffen. Aber warum ist der gleich liegen geblieben? Ich dachte, ich habe das Herz getroffen. Ich dachte, ich habe das Herz getroffen. Das verwirrt mich jetzt etwas. 39,4. Der musste auf jeden Fall auch weg. Ja. 200 Meter. Den nehme ich jetzt. Den kriege ich. Drückt mir die Daumen. Auch mit dem Scope. Oh, lol. Da ist er. Ich wollte gerade nach ihm Ausschau halten. Da ist er. Linker Ey, guck dir diesen Kunstschuss an. Schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein richtiger Künstlerschuss. Leute. Aus 194,5 Meter Entfernung. Und damit haben wir die 5 Sterne voll. Da war die Kraft der Waffe nicht mehr so hart bei 200 Meter. Aha, okay, also 200 Meter ist so ungefähr die Grenze, wo ich die Viecher damit schießen kann. Geil. Bin getroffen. Bin getroffen. Ich habe den Bären getroffen. Das ist unser Bär. Amerikanischer Schwarzbär. Rechter Lungenflügel. Ja, genau da wollte ich hinschießen.
Leider auch Jagdwertung 4 von 5, weil wir anscheinend zu nah dran waren. Die kann ich erst ab 200 Metern abschießen, die krasse Waffe, ne? Allerdings war das wirklich ein Jungtier. Der hatte 82,02 hier genetisches Level, ne? Scheiße. Da wäre noch ein 3-Sterne-Bär draus geworden, mindestens. Oder 4 Sterne. Na komm. So, rechter Lungenflügel. Nee, es war zu hoch. War zu hoch. Wie viel niedriger? ...52,7. Scheiße. Den hätte ich auch jetzt nicht unbedingt schießen müssen. Scheiße. 5, also die Waffe. Mal kurz, ich vergesse mal zu schauen, wie viele Meter die entfernt sind. Da ist er doch. Rechter Lungenflügel. Nicht schlecht. Und in der Übersicht hat er tatsächlich 3 Sterne. 93%! Ah! Den hätte ich noch nicht schießen sollen. Aber er stand ausgewachsen dran. Er sah so grau aus. Oh, die müssen es unbedingt fixen. Die müssen es unbedingt fixen. Es wäre ein 5er. Oh lol, Leute. Die müssen es unbedingt fixen, dass man auch wirklich sieht, ob der ausgewachsen jung oder nicht ist. Das wäre doch jetzt, also das wäre jetzt krass gewesen. Wolf beim Angriff auf fliehende Dickhornschafe. 3 heulende Wölfe, 3 Dickhornschafe. Okay. Können wir das erste hier mal hinsetzen. Kostet mich 1500. Ja. So, das war's schon wieder mit diesem Video von Ray of the Hunter. War ein sehr, sehr interessantes Jagen heute. Wir haben viele Tiere erschossen, die wir vorher noch nie vorher gesehen haben oder geschossen haben oder wie auch immer. Ja, aber das neue Update, also ich muss sagen, unterm Strich krass verschlimmbessert. Krass verschlimmbessert. Da hoffen wir, dass da demnächst bald noch ein Update rauskommt, wo dieser krasse Bug gefixt wird, dass man einfach nicht mehr sieht, welches Alter das Tier hat. Also das muss auf jeden Fall gefixt werden und ich hoffe, das passiert so schnell wie möglich. THQ Nordic, ich hoffe, ihr kriegt das hin. Ich hoffe es für euch. Ihr werdet gerade bestimmt hart geflamed dafür. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.